Hallo Internet, danke fürs Reinschauen. Heute geht es ums Geldwäschegesetz. Genauer gesagt um die Anwendungs- und Auslegungshinweise der BaFin für Kreditinstitute. Es ist da ein neuer Konsultationsentwurf ins Netz gestellt worden und den stelle ich im folgenden Video vor. Ich bin Rechtsanwalt Andreas Trapp und ich berate zum Compliance-Risikomanagement. Die bis zum 12. Februar laufende Konsultation bezieht sich auf 8 Abschnitte, nämlich die Themen Herkunft der Vermögenswerte, Immobilientransaktionen, Investmentgeschäft, Konsortialkredite, Korrespondenzbankbeziehungen, Monitoring-Systeme, Sammeltreuhandkonten und Trade Finance. Im Folgenden stelle ich die einzelnen Themengebiete in der Reihenfolge des Konsultationsentwurfs vor. Im ersten Abschnitt geht es um die Herkunft der Vermögenswerte, genauer gesagt darum, wann sich die Bank dafür interessieren muss. Das ist dann der Fall, wenn die Bank Bargeld, Sorten oder Edelmetalle annimmt. Was steckt dahinter? Die BaFin beruft sich auf die erste nationale Risikoanalyse aus dem Jahr 2018-2019. Die sieht eine mittelhohe Bedrohung Deutschlands für Geldwäsche, und zwar unter anderem wegen der hohen Bargeldintensität des Wirtschaftskreislaufs. Belegt wird diese Sicht durch eine Studie der Bundesbank zum Zahlungsverhalten in Deutschland. Immerhin, 32% des Wertes aller Transaktionen werden bar abgewickelt und die Anzahl ist noch höher, 60% werden bar bezahlt. Solche Bargeldtransaktionen begünstigen die Anonymität und kommen häufig bei Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vor. Die BaFin gibt Schwellenbeträge für erhöhtes Risiko vor. Bei Gelegenheitstransaktionen liegt der Betrag bei 2.500 Euro. Innerhalb einer Geschäftsbeziehung sind es 10.000 Euro. Schauen wir uns die Passage im Konsultationsentwurf etwas genauer an. Bartransaktionen mit Gelegenheitskunden ab einem Betrag von 2.500 Euro haben regelmäßig ein erhöhtes Risiko im Sinne von § 15 Absatz 2. Was das heißt, steht im allgemeinen Teil der Auslegungs- und Anweisungshinweise. Nach der Generalklausel des § 15 Absatz 2 treffen den Verpflichteten jetzt verstärkte Sorgfaltspflichten. Was er konkret tun muss, leitet sich aus seiner Risikoanalyse ab. Der Verpflichtete muss aber mindestens die Vorgaben des § 15 Absatz 4 einhalten. Das sind die Regeln für Geschäfte mit politisch exponierten Personen. So leitet die BaFin die Notwendigkeit eines Herkunftsnachweises ab. Im Konsultationsentwurf schreibt die BaFin außerdem, dass der wirtschaftlich Berechtigte abgeklärt werden muss. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, denn verstärkte Sorgfaltspflichten sind immer zusätzlich zu den allgemeinen Sorgfaltspflichten zu erfüllen. Das bedeutet aber auch, dass dann keine verstärkten Sorgfaltspflichten in Frage kommen, wenn keine allgemeinen Sorgfaltspflichten ausgelöst worden sind. Für Kreditinstitute nennt die BaFin 3 Schwellenbeträge. 1.000 Euro gelten für Bareinzahlungen auf fremde Konten beim Institut. 15.000 Euro gelten für die Durchführung sonstiger Transaktionen. Das sind Edelmetall- und Münztransaktionen. Und 2.500 Euro ist der Schwellenbetrag im Sortengeschäft. Im Konsultationsentwurf wird dieser Betrag auch für das Edelmetall- und Münzgeschäft festgesetzt. Eine Überwachungspflicht ist nicht vorgesehen. Diese bezieht sich begrifflich nur auf Geschäftsbeziehungen. Erleichtert wird die praktische Umsetzung durch eine Liste aussagekräftiger Belege, die man benutzen kann, um den Herkunftsnachweis zu führen. Für die praktische Umsetzung im Institut muss man sich zunächst die eigene Risikoanalyse anschauen. Sind da die Hinweise in der nationalen Risikoanalyse bezüglich Bargeldtransaktionen, bezüglich Edelmetall- und Münzgeschäft, bezüglich Sorten richtig verarbeitet? Die nächste Frage ist, wie verwundbar ist das eigene Institut? Zum Beispiel, wenn man, wie viele Volksbanken und Sparkassen, das Sortengeschäft und das
Geschäften mit Münzen und Edelmetallen nur mit eigenen Kunden und über deren Girokonten abwickelt, ist die Verwundbarkeit deutlich geringer, als wenn ich Geschäft mit Gelegenheitskunden betreibe. Dann stellt sich natürlich die Frage, welche Kundengruppen weisen höheres Risiko aus? Und schließlich, ob ich die Prozesse, die erhöhtes Risiko bearbeiten, richtig gestaltet habe. Hier bietet sich die Liste der BaFin an. Kommen wir zum zweiten Abschnitt, den Immobilienfinanzierungen. Dass es Geldwäsche im Immobiliensektor gibt, wissen wir nicht erst seit der nationalen Risikoanalyse. Der deutsche Immobilienmarkt ist interessant für Geldwäscher, und zwar aus zwei wichtigen Gründen. Zunächst mal haben wir hier hohe Transaktionsvolumina und zweitens sind die Anlagen in Immobilien wertstabil. Ungünstig aus Sicht des Geldwäschers ist das Grundbuch und die notarielle Beurkundungspflicht. Geldwäsche funktioniert nicht, wenn ich mich danach in einem öffentlichen Register als Eigentümer wiederfinde, und eine unbürokratische Übertragbarkeit stelle ich mir auch anders vor. Die Lösung sind Share Deals, also Immobilientransaktionen, bei denen die Objektgesellschaft gleich bleibt und nur die Gesellschafter wechseln. Hier gibt es eine Vielzahl rechtlicher Gestaltungsoptionen für inländische und ausländische juristische Personen, aber auch Privatpersonen. Insgesamt wird das Geldwäscherisiko im deutschen Immobiliensektor damit als hoch eingestuft. Die BaFin weist die Banken darauf hin, dass sie bei Immobilienfinanzierungen wachsam sein müssen und gibt eine Reihe von Hinweisen, die auf Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung hindeuten können. Das ist aber keine vollständige Liste. Der Geldwäschebeauftragte muss die einschlägigen Typologiepapiere durcharbeiten und in der Risikoanalyse verwerten. Das Finanzministerium hat übrigens schon gehandelt und für Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer die Geldwäschegesetz-Meldeverordnung Immobilien erlassen. Laut Konsultationsentwurf strahlt das auch auf die Verpflichteten des Finanzsektors aus. Die sollen in den Fällen, in denen Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer meldepflichtig wären, eine Verdachtsanzeige nach § 43 Geldwäschegesetz abgeben. Wie sieht die Umsetzung aus? Im ersten Schritt wieder Risikoanalyse überprüfen. Sind da die Hinweise aus der nationalen Risikoanalyse zu den besonderen Bedrohungen des Immobiliensektors richtig erfasst? Danach dann Abgleich der Bedrohungslage für das eigene Institut. In welchem Umfang werden Immobilienfinanzierungen angeboten und machen wir Immobilienvermittlung? Im dritten Schritt sind die Typologiepapiere durchzuarbeiten, damit im vierten Schritt bereichsspezifische Schulungen für Mitarbeiter bei der Immobilienfinanzierung und im Immobilienvertrieb durchgeführt werden können. Im dritten Abschnitt geht es um das Investmentgeschäft. Im Zentrum des Investmentgeschäfts steht das Investment-Sondervermögen, der Fonds selbst. Der hat aber keine eigene Rechtspersönlichkeit und wird von der Kapitalverwaltungsgesellschaft, der KVG, verwaltet. In dem BT, der jetzt konsultiert wird, geht es aber nicht um die Pflichten der KVG, sondern um die Rollen, die Banken einnehmen können. Und das sind einerseits die Rolle als Broker oder als Verwahrstelle. Das wirft natürlich die Frage auf, ob es bei einem Investmentfonds einen wirtschaftlich Berechtigten geben kann. Das ist relativ einfach zu beantworten bei offenen Publikumsfonds, was der Normalfall ist im Fondsvertrieb von Volksbanken und Sparkassen. Bei Spezialfonds, und darauf weist die BaFin hin, kann es anders sein. Dort kann es tatsächlich wegen des faktischen Einflusses des Anlegers auf die Anlagepolitik und auch auf das Risikomanagement wirtschaftlich Berechtigte geben. Und das löst eine Identifikationspflicht nach § 11 Absatz 4 Geldwäschegesetz aus. Wichtig ist der Hinweis, dass die Bank die Verwahrstelle ist, die zusätzlichen Kenntnisse, die sie aus ihrer Kontrollfunktion hat, verwerten muss,
wenn es um die Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten geht. Beim Broker gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen ist er möglicherweise Korrespondenzbank. Dann gelten die Leitlinien der ESAs. Und wenn nicht, sagt die BaFin, ist jedenfalls von einem potenziell erhöhten Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiko auszugehen. Durchaus praktische Bedeutung für Volksbanken und Sparkassen hat der vierte Abschnitt, das Konsortialgeschäft. Hier geht es um Konsortialbeteiligungen und ums Förderkreditgeschäft. Der Konsultationsentwurf befasst sich mit der Erfüllung der Sorgfaltspflichten bei Beteiligung an einem syndizierten Kredit oder bei einem Förderkredit. Hier gibt es für die Identifizierung drei Kreise. Der erste ist die Identifizierung der Konsorten und Beteiligten. Der zweite ist die Identifizierung des Konsortialführers bzw. der Hausbank. Und der dritte ist die Identifizierung des Kreditnehmers oder Kunden. Die BaFin weist darauf hin, entsprechend auch der praktischen Handhabung, dass im Interbankenbereich hier grundsätzlich vereinfachte Sorgfaltspflichten in Frage kommen. Für die praktische Umsetzung ist wichtig, dass sich dieses niedrige Risiko im Finanzsektor untereinander in der Risikoanalyse wiederfindet. Das ist dann die Grundlage für Prozesse mit vereinfachter Sorgfaltspflicht, die auf die Risikoanalyse Bezug nehmen können. Im fünften Abschnitt geht es um Korrespondenzbankbeziehungen. Hiervon dürften Sparkassen und Volksbanken nicht allzu viele haben, im Regelfall zu den Zentralinstituten und Verbunddienstleistern, die Zahlungsverkehr und Auslandsgeschäft ermöglichen. Korrespondenzbeziehungen im Interbankengeschäft bezeichnet die BaFin als Korrespondenzbankbeziehungen. Im alten Recht, also vor Umsetzung der vierten EU-Geldwäscherichtlinie, waren nur Korrespondenzbankbeziehungen reguliert. Dabei ging es um Bankdienstleistungen für andere Banken im internationalen Geschäft. Die vierte Geldwäscherichtlinie hat den Korrespondenzbeziehungsbegriff ausgeweitet auf andere Dienstleistungen, zum Beispiel Wertpapiergeschäfte oder Geldtransfers. Im allgemeinen Teil der Anwendungs- und Auslegungshinweise geht die BaFin recht pauschal auf diese Korrespondenzbeziehungen ein. In diesem besonderen Teil für Kreditinstitute regelt sie Korrespondenzbankbeziehungen. Praktische Relevanz hat die Klarstellung der BaFin, dass die bloße Führung eines Nostro-Kontos oder der Austausch eines SWIFT-Schlüssels noch keine Korrespondenzbankbeziehung darstellt. Es geht um Cash-Management, um internationalen Zahlungsverkehr, um Scheckverrechnung und um Devisenhandelsaufträge. Der Konsultationsentwurf formuliert vor allen Dingen Pflichten des Korrespondenten. Bei typischen Sachverhalten im Verbundgeschäft ist das das Zentralinstitut, das Zahlungsverkehr oder Auslandsgeschäft ermöglicht. Die Institute, also die Sparkassen und Volksbanken, müssen hier vor allem die Fragebögen beantworten, in denen sie über Art der Geschäftstätigkeit, Reputation, Kontrollen, Aufsichtsqualität etwas sagen. Regelungsbedürftig ist allerdings die Verantwortlichkeit in Bezug auf die Erfüllung der Sorgfaltspflichten im Kundengeschäft. Denn das Verbundinstitut kennt die Kunden nicht, die Sparkasse aber schon. Und auch im Punkto 25h, wenn Treffer im Monitoring-System des Zentralinstituts auftreten, muss geregelt werden, wie hier der Datenabgleich erfolgen kann. Umfangreich ist der sechste Abschnitt, der sich mit Monitoring befasst. Hier gibt die BaFin ihre Sicht auf die Erfüllung der Pflichten aus § 25h Absatz 2 KWG. Am Anfang stellt die BaFin klar, dass angemessene Datenverarbeitungssysteme aus Monitoring und Screening bestehen und sich auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, sonstige strafbare Handlungen und Sanktionen zu beziehen haben. Die Ausführungen der BaFin zu Auswahl und Beschaffenheit
sagen im Wesentlichen, dass das DV-System zum Geschäftsmodell und zur Risikolage des Instituts passen muss. Interessant ist die Aussage, dass KI-getriebene Produkte möglich sind, wenn die Entscheidungen nachvollziehbar und erklärbar sind. Kern des DV-Systems ist selbstverständlich eine geeignete Software. Hier gibt die BaFin eine Reihe von Punkten vor, die bei der Beschaffung eines neuen Systems oder auch bei der Systemprüfung abgehakt werden können. Interessant ist, dass hier nichts mehr von künstlicher Intelligenz zu sehen ist, sondern nach wie vor am individuell konfigurierbaren Indizienmodell festgehalten wird. Zur Funktionsfähigkeit der DSV-Systeme gehört die regelmäßige und anlassbezogene Überprüfung. Klar, das Indizienmodell muss jederzeit aktuell sein, vollständig und richtig kalibriert sein und die Erkenntnisse der Risikoanalyse wiedergeben. Interessant ist die Forderung nach einem Notfallplan bei Ausfall. Das ist keine triviale Aufgabenstellung im Massenzahlungsverkehr. Flankierend gibt es die üblichen Regelungen zu Dokumentation etc. Besonders hervorzuheben ist allerdings die Passage zu Management, Personal und Berater. Zentraler Baustein des deutschen Aufsichtsrechts ist es, dass man jemand verantwortlich machen kann, wenn es nicht klappt. Und bei der Geldwäscheprävention liegt der Fokus auf dem Geldwäschebeauftragten. Der Konsultationsentwurf macht deutlich, dass die fachliche Weiterentwicklung des DV-Systems Aufgabe des Geldwäschebeauftragten ist. Er muss über die Kenntnisse verfügen, die ihn befähigen, Indizien, Regeln oder Szenarien zu entwerfen. Und er muss auch wissen, wie Schwellenwerte und Scores in dem DV-System generiert werden, damit er es kalibrieren kann. Die technische Umsetzung kann dann durch spezialisierte Mitarbeiter erfolgen. Das heißt natürlich nicht, dass der Geldwäschebeauftragte alles selber machen muss. Er kann Mitarbeiter einsetzen, die muss er dann aber vernünftig schulen. Nicht überraschend ist, dass die Auslagerung von Monitoring-Systemen eine wesentliche Auslagerung im Sinne von § 25b KWG darstellt. Insgesamt gibt es hier für Volksbanken und Sparkassen vermutlich kein großes To-Do. Die BaFin bestätigt in der nationalen Risikoanalyse den im Verbund eingesetzten Systemen, dass sie gesetzeskonform sind und den Risiken der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen angemessen entgegenwirken. Für das Tagesgeschäft von Volksbanken und Sparkassen hochrelevant sind die Ausführungen im 7. Abschnitt. Die BaFin stellt klar, dass sich Banken nicht auf die Einhaltung von Sorgfaltspflichten durch andere Verpflichtete verlassen können. Insbesondere Rechtsanwälte und Notare sind ein hohes Risiko mit ihren Sammelanderkonten. Für die Umsetzung durch Banken gibt es hier einige Punkte. Zunächst mal ist in der Risikoanalyse das hohe Risiko von Rechtsanwalts- und Notar-Anderkonten richtig dargestellt. Sind die Konten als Treuhandkonten verschlüsselt? Ist der wirtschaftlich Berechtigte aktuell? Fortgeschrieben werden die Erleichterungen und die Möglichkeit für vereinfachte Sorgfaltspflichten im Niedrigrisikobereich, also bei Sammelkonten von Klassenkassen, Kegelclubs, Heimbewohnern etc. Der 8. Abschnitt des Konsultationsentwurfs befasst sich mit der Exportfinanzierung, mit Trade Finance. Die BaFin weist im Trade Finance Kontext darauf hin, dass es eine Risikobewertung durch die Bank braucht. Hier gibt es Besonderheiten im Know Your Customer Prozess. Und das hängt eben davon ab, welche Rolle die Bank im Akkreditiv einnimmt. Insgesamt bestehen die Know Your Customer Pflichten gegenüber dem eigenen Kunden, aber auf jeden Fall
muss die Bank in die Risikobewertung einbeziehen die Informationen über die involvierten Parteien, Informationen über die Länder, in denen die Parteien ihren Sitz haben, Informationen über die Güter- und Serviceleistungen und schließlich braucht die Bank einen Überblick über das jährlich zu erwartende Transaktionsvolumen. Darauf aufbauend setzt die Transaktionsüberwachung auf. Die einzelnen Transaktionen sind unter Berücksichtigung der im Know Your Customer-Prozess gesammelten Informationen zu bewerten. Es gibt eine Reihe von Red Flags, also Hinweisen, die auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung hindeuten können und die müssen zur Not durch manuelle Prozesse und Überwachung erkannt werden. Besondere Wichtigkeit hat hier die Echtheit der Dokumente. Und die Dokumente müssen auch den international üblichen Gepflogenheiten entsprechen. Wenn die bestätigende Bank nicht die Aufgaben der avisierenden Bank wahrnimmt, dann ist regelmäßig eine transaktionsbezogene Überwachung des Begünstigten erforderlich. Für Volksbanken und Sparkassen kommt es vor allen Dingen auf die Schnittstelle zum Zentralinstitut an. Hier muss geklärt werden, das hatten wir bei den Verbundbanken und dem Korrespondenzbankgeschäft schon angesprochen, die Verantwortlichkeiten für den Kundenkontakt und die Verantwortlichkeiten des zentralen Instituts. Ja, und damit sind wir am Ende. Wir haben gemeinsam die 8 Abschnitte des Konsultationsentwurfs durchgearbeitet, vor allen Dingen mit dem Blickwinkel auf die praktische Umsetzung in Volksbanken und in Sparkassen. Soll man jetzt mit der Umsetzung auch starten? Also, ehrlich gesagt, wenn ich die Risikoanalyse für mein Institut jetzt zu erstellen habe, dann würde ich selbstverständlich die Punkte, die die BaFin im Konsultationsentwurf hervorgehoben hat und aus der nationalen Risikoanalyse ableitet, berücksichtigen. Bei der speziellen Anpassung von Prozessen wäre ich noch zurückhaltend. Die Konsultation läuft noch bis 14. Februar und die deutsche Kreditwirtschaft wird mit Sicherheit zu einigen Punkten Stellung nehmen. Also warten wir es mal ab. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt ihm ein Like, empfiehlt es weiter und vielleicht schaut ihr auch bei meinem nächsten Video wieder rein.